wie gesagt, wir machen einen Beitrag zu Occupy, Schwerpunkt halt auch Occupy in Wien, ja. Und haben dabei immer wieder festgestellt, dass es auch einfach eine offene Gruppe, einfach eine gesellschaftliche Strömung der Unzufriedenheit ist, auch mit dem jetzigen Gesellschaftssystem. Und da wollte ich Sie erstmal fragen, wie Sie das überhaupt sehen jetzt unter Occupy, wie betrachten Sie diese Entwicklung? Und, Occupy betreibt das Ganze auf der emotionalen Basis. Die Menschen haben das rationale Wissen nicht, warum und auf welche Art sie eigentlich seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten betrogen werden, aber sie spüren, dass es nicht in Ordnung ist. Dazu kommt, dass natürlich auch immer mehr Wissenschaftler, Journalisten, Buchautoren etc. ihnen ganz konkrete Anhaltspunkte geben, wo die Probleme wirklich ihren Ausgangspunkt nehmen. Einige Menschen beschäftigen sich damit, kennen sich dann aus, können dann natürlich auch besser argumentieren. Andere bleiben sozusagen nur auf der emotionalen Ebene. Aber die emotionale Ebene geht solchen Entwicklungen immer voraus. Also zuerst kommt die Stimmung, das ungute Gefühl, und nachher kommt dann die rationale Diagnose. Das ist ähnlich wie bei einer Krankheit. Am Anfang fühlt man sich ein bisschen schlecht, schwitzt, hat Schüttelfrost, und später weiß man dann, es ist eine Grippe. Okay, aber wie ist es jetzt? Also es ist dann ja, Sie machen ja jetzt schon Vorträge etc. Aber wie könnte sich jetzt zum Beispiel diese Bewegung weiterentwickeln in die richtige Richtung, zum Beispiel hin zu einem geldlosen System etc. und vielleicht nicht zum Wehrlosen hin, zum rein Emotionalen, was dann durchaus von extremeren Strömungen. Ja, es wird wichtig sein, dass das bestehende System, das ja ein demokratisches System ist oder sein soll, dass dieses System genügend Freiraum schafft für demokratische Bewegungen, die eine friedliche Änderung anstreben. Wenn das möglich ist, das heißt, wenn friedliche politische Gruppierungen auf vernünftiger Ebene ohne Gewalt und ohne offene Auseinandersetzung bessere Möglichkeiten anbieten, wie die Gesellschaft in Zukunft zusammenleben kann, dann muss man diesen Gruppierungen und diesen Entwicklungen einfach eine Chance geben. Wenn wir das tun, wenn wir intelligent genug sind, das zu tun, dann kann die Sache auch ohne Revolution, ohne Blutvergießen und ohne Probleme vonstatten gehen. Ist das dann auch nicht ein direkter Appell quasi auch an die Politik? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vortrag halten und dort einigen emotionalen Menschen sozusagen dann etwas Wissen mitgeben, um sich besser und effektiver zu engagieren, aber ist es nicht auch ein direkter Anstoß an die Politik? Selbstverständlich. Die Politik, oder besser gesagt, die Politiker sind ja jetzt auch gefordert. Sie müssen das erste Mal etwas tun, sie müssen das erste Mal Politik betreiben, und zwar im Interesse der Bevölkerung und nicht im Interesse einer Minderheitsklientel. Denn die Politik, die wir in der Vergangenheit betrieben haben, in den Demokratien der sogenannten freien Marktwirtschaft, war eigentlich immer eine Minderheitenpolitik. Da ging es um die Aktionäre von Banken und der Industrie, um die reichen Erben. Aber da ging es nie um die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Die Bevölkerungsmehrheit wurde von den politischen Parteien eigentlich kaum vertreten bisher. Es war immer nur ein Minderheitenprogramm. Und das ist das, was die Bevölkerung so fürchterlich zornig macht, was sie dann eben teilweise geschickt und teilweise ungeschickt artikuliert. Aber was man natürlich auch vernünftig, rational und ganz ohne Gewalt verändern kann. Wie sehen da Ihre Verbindung oder auch Ihr Kontakt jetzt mit der Politik auf? Oder ist es eher ein über den Bürger, über die Demokratie und die Mehrheitsbestimmung quasi? Ich bin mit verschiedenen Wissenschaftlern und engagierten Bürgern vernetzt, die das Interesse haben, eine neue politische Bewegung ins Leben zu rufen, um einen Einigungsprozess in der Gesellschaft voranzutreiben. Das hat keinen Sinn, wenn wir die reiche Oberschicht und die immer stärker unter Druck kommende Mittelschicht und die schon verarmte Unterschicht, wenn wir die gegeneinander ausspielen bzw. gegeneinander positionieren. Wir müssen Möglichkeiten finden, dass sich diese Schichten wieder vereinen, damit die Menschen insbesondere dieselbe Sprache sprechen. Denn wenn die sprachliche Kommunikation versagt, genau dann kommt es zur Gewalt. Sprachliche Kommunikation muss wieder möglich sein. Das ist eines unserer ersten Ziele. Okay, Sie haben eben schon gesagt, Sie arbeiten in einem Netzwerk von mehreren Wissenschaftlern. Aus welchen wissenschaftlichen Bereichen ist es vielseitig oder ist es ein Fokus? Das ist sehr vielseitig. Das ist nicht nur die Ökonomie, das ist auch die Philosophie, die Psychologie, die Soziologie, die Informatik und die Mathematik. Denn ich glaube, dass Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften
in Wirklichkeit die Bereiche sind, die am wenigsten zur Problemlösung im jetzigen Zeitpunkt beitragen können. Denn diese beiden Wissenschaftsbereiche sind ja durch Dogmen und durch Ideologie sehr stark missbraucht worden in den letzten Jahrzehnten, sodass sie keine vernünftigen Rezepte zur Problemlösung anbieten können. Soziologie, Psychologie und Informatik hingegen bieten einiges an Potenzial. Und wenn wir das zum Interesse der Gesamtbevölkerung umsetzen, dann lassen sich auch offene Konflikte ganz, ganz sicher vermeiden. Und das ist unser Ziel. Also auch große Plattformen, Internet, Informatik, Bereich. Selbstverständlich. Wir brauchen neue Werkzeuge für eine neue Art von Demokratie. Das heißt, wir müssen im ersten Schritt mehr Bildung in die Bevölkerung bringen. Und zwar Bildung, die Menschen wirklich interessiert. Da geht es nicht um ein rigides Schulsystem, da geht es nicht um politisch bestimmte Lehrpläne und darum, sozusagen alle Menschen über einen bestimmten Standard zu bringen, bildungspolitisch, in letzter Konsequenz, um dann als Facharbeiter für die Industrie tätig zu sein. Das ist nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist eine bewusste Menschwerdung, in Eigenverantwortung und in Selbstbestimmung. Und dort muss die Reise hingehen, für jeden einzelnen Mitbürger, für jede Mitbürgerin. Weil nur solche Menschen sind wirklich kommunikationsfähig und können das artikulieren, was sie in ihrem Innersten wirklich anstreben. Okay, gut. Das fand ich eigentlich auch ein ganz guter, schöner Abschluss. Ich auch. Danke für das Interview. Ja, vielen, vielen Dank.